das noch nicht in sich. Sie werden gereinigt. Es klärt sich etwas in ihnen. Sie wachsen und reifen mit ihrem Kind zusammen. Wenn wir hier eine Taufe halten in der Pfarrkirche, dann schlage ich vor, am Taufbrunnen sollen die Eltern ihr Kind übergeben an den Paten. Der Pate hält dann das Kind hier bei der Taufe. Das gelingt nicht jedes Mal, das muss man auch nicht erzwingen, aber ich denke, es ist doch so ein wichtiger Akt, dass Eltern spüren, unser Kind gehört uns letztlich nicht, sondern wir müssen es freigeben. Freigeben für die größere Familie der Kinder Gottes. Eltern, sie üben dies ein, wenn sie Kinder nicht nur für sich behalten, wenn sie Kinder in den Kindergarten bringen, wobei ich nicht propagieren will, dass das schon gleich ein paar Wochen nach der Geburt in die Krippe sein soll, aber das nur nebenbei. Eltern geben ihre Kinder in andere Gemeinschaften hinein. Sie lassen sie den Ministrantendienst tun oder geben das Kind für einen Zeitraum in die Obhut von Verwandten, von einer Gemeinschaft, einem Verein, Sportverein, wie auch immer. Das ist so eine Einübung, das Kind loszulassen, aber nicht ins Ungewisse, sondern auch wieder in einen geschützten Raum, aber in einen mehr offeneren Raum, da sie ihre eigene Persönlichkeit, ihre Talente entfalten können. Das Neue Testament ist, wie überhaupt die ganze Bibel, hier etwas familienkritisch. Die junge Kirche, sie wächst daran, dass Menschen sich freiwillig entscheiden für diesen Glauben und sich damit auch in Konflikt mit ihren Eltern, mit ihrer Familie begeben. Im Hebräerbrief wird verwiesen auf Abraham. Abraham, er bricht aus seinem Land, aus seiner Familie, in das Land, das Gott ihm zeigt. Das war schon auch ein gewaltiger Akt, der sicherlich mit Schmerzen verbunden war bei jenen, die Abraham als Familienmitglied betrachtete. Oder eben auch die Sache mit Isaak, der freigegeben wird, und doch erhält man ihn wieder zurück, als Abrahams Glaube in dieser Weise geprüft wird. Ich denke, es ist klar, auf was ich hinaus will. Der Familienbegriff, er muss sich weiten. Ein Kind hat das Recht, eine eigene Persönlichkeit zu entwickeln, und Eltern sollten es den Kindern zugestehen, sich zu entwickeln, zu reifen und umgekehrt natürlich auch. Der Apostel Paulus, er hat für seine Gemeinden, auch für die Familien, Regeln aufgestellt, die Hilfen sein wollen für das Miteinander. Da heißt es dann, sehr wichtig, liebt einander. Aber Paulus ist auch realistisch, wenn er sagt, ertragt einander. Vielleicht sollte man hinzufügen noch, wächst aneinander und reift aneinander. Amen.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Gott, für uns wie ein liebevoller Vater und eine liebende Mutter, wir bitten. Du Gott mit uns, schenke deinen Geist unseren Familien, im Ringen um Wachsen und Werden, Werte und Wahrheiten, und segne sie. Schenke deinen Geist allen alleinerziehenden Vätern und Müttern in den Bestrebungen, eine gute Balance zu finden zwischen Arbeit und Fürsorge, und segne sie. Schenke deinen Geist allen Generationen, die unter einem Dach wohnen, allen liebevollen Partnerschaften und allen, die gewollt oder ungewollt alleine leben, und segne sie. Schenke deinen Geist allen Familien, die aneinander mehr leiden als miteinander glücklich sind, allen, die gerade am Weihnachtsfest das Heil vermissen und es neu ersehnen, und segne sie. Schenke uns allen die Kraft, einander zu tragen, so gut es geht, und dazu die Erfahrung, dass Jesus Christus mit uns zieht, wohin das Leben uns auch treibt, und segne uns. Schenke ewiges Leben unseren Verstorbenen, die auf dich ihre Hoffnung gesetzt haben, und allen, die deiner Barmherzigkeit besonders bedürfen. Wir beten heute in besonderer Weise mit Elisabeth Zacherl für verstorbenen Sohn und Bruder Thomas zum Geburtstag und Namenstag, mit Wilhelmine Wagner für verstorbenen Ehemann zum Geburtstag, Eltern Schönauer und Verwandte, mit Ingrid Schieche und Jutta Kloske für verstorbene Mutter Katharina Stettmer zum Sterbetag, mit Edeltraud Wagner mit Familie für verstorbenen Ehemann zum Sterbetag, mit Familie Prinz für verstorbene Eltern und Geschwister. Alle Ehre dir, Gott, in der Höhe und hier auf unseren Erdenwegen, heute und morgen bis zum Ziel der Vollendung in deiner Ewigkeit.
Lasset uns bieten, Herr unser Gott, am Fest der heiligen Familie bringen wir das Opfer der Versöhnung dar. Höre auf die Fürsprache der jungfräulichen Gottesmutter und des heiligen Josef. Erhalte unsere Familien in deiner Gnade und in deinem Frieden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn groß ist das Geheimnis seiner Geburt. Er, der unsichtbare Gott, ist sichtbar als Mensch erschienen. Vor aller Zeit aus dir geboren, hat er sich den Gesetzen der Zeit unterworfen. In ihm ist alles neu geschaffen. Er heilt die Wunden der ganzen Schöpfung, richtet auf, was da niederliegt, und ruft den verlorenen Menschen ins Reich deines Friedens. Darum rühmen dich Himmel und Erde, Engel und Menschen, und singen das Lob deiner Herrlichkeit. Sanctus, Sanctus, Sanctus. Dominus Deus Sabaoth, Veni sunt soli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche diese hochheiligen Tage. Maria hat der Welt den Erlöser geboren. Durch ihn, unseren Retter und Herrn, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freien Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Rudolf und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. So wollen wir nun beten, wie der Herr uns zu beten aufgetragen hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Ja, auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Als Christus geboren wurde, verkündeten Engel den Frieden auf Erden. So bitten wir, Herr Jesus Christus, du starker Gott und Friedensfürst, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Agnus Dei, vitolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, vitolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, vitolis peccata mundi, dona nobis pacem. Und so seht nun Jesus Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
Lasset uns bieten. Gott, unser Vater, du hast uns mit dem Brot des Himmels gestärkt. Bleibe bei uns mit deiner Gnade, damit wir das Vorbild der heiligen Familie nachahmen und nach der Mühsal dieses Lebens in ihrer Gemeinschaft das Erbe erlangen, das du deinen Kindern bereitet hast. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ich darf allen einen gesegneten und guten Sonntag heute wünschen. Im Hinblick auf Silvester darf ich hinweisen, 15.30 Uhr ist ein Jahresschlussgottesdienst als Abendlob und um 17 Uhr dann die Jahresschlussmesse. Ich denke, das wird sich so verteilen, dass wir überall die vorgeschriebene Höchstzahl nicht überschreiten. Der Herr sei mit euch. Es segne, beschütze und begleite euch der dreieinige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden.